Hallo, ihr Quirlinge. Weiter geht's mit unserer Fuchsfamilie in Endling. Extinction is forever. Und ich trau mich ja gar nicht raus. Und ich habe nochmal recherchiert, weil es wirklich absolut unintuitiv ist. Also wirklich ein riesengroßer Kritikpunkt am Spiel. Die Welpenfähigkeiten. Trotz mehrfacher Recherche habe ich jetzt erst verstanden, wie das geht. Also, wir sehen hier die Fertigkeiten unserer drei Welpen, die wir gerade haben. Und der linke Welpe, der kann auch klettern. Hat er in der letzten Episode gelernt. Es gibt im Spiel einige Punkte, wo die Welpen was lernen können. Aber das sind nur ganz spezielle Punkte. Nicht willkürlich irgendwo verteilt, Punkte irgendeiner besonderen Art, die man irgendwo finden kann. Nein, es ist genau ein einziger Punkt, wo ein Welpe klettern lernen kann. Hat er ja gemacht. Jetzt frage ich mich, wie die anderen zwei Welpen klettern lernen. Vielleicht jetzt durch das Anwenden des Kletterns durch das erste, den ersten Welpen, also Nachahmen dessen, was die Geschwister gelernt haben. Das ist momentan meine Idee. Ob es so ist, weiß ich nicht. Was ich verwirrend finde, ist, dass man, obwohl man eine bestimmte Fähigkeit noch gar nicht hat mit den Welpen, in der Welt trotzdem schon dauernd auf diese Stationen stößt, wo man diese Fähigkeiten anwenden kann. Und dann dieses Tatzensymbol hat. Und das finde ich total unintuitiv. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ja ewig darum geklickt, aber war alles vergebens. Jetzt bin ich aber gespannt, wenn wir wieder an so einen Baum kommen mit so einem Ei in dem Nest auf diesem dürren, kleinen, schmalen Ast. Das müsste ja jetzt der Punkt sein, wo der linke Welpe dann sagt, hey, ich kann klettern und das Ei besorgt. Und dann bin ich mal gespannt, ob die anderen beiden sich das dann abschauen. Ne? Und die anderen Fähigkeiten, die da noch fehlen, zwei fehlen ja noch pro Welpe, beziehungsweise drei bei den zwei, also ihr seht's ja. Das sind weitere Fähigkeiten, die nur an ganz bestimmten Punkten gelernt werden können. Und an dem ersten Punkt bin ich schon vorbei. Der war nämlich in der Schneelandschaft. Ich glaube allerdings, dass man da irgendwann dahin zurückkommen kann. Deswegen ist es nicht verloren. Ist aber echt schade, weil ich bin halt blind irgendwo hingelaufen, der Spur des Juniors Nummer 4 hinterher. Und plötzlich war ich im Wald. Und dann bin ich reingelaufen und hatte keinen Rückweg mehr in die Schneelandschaft. Und konnte deswegen diesen Punkt da nicht aufsuchen, beziehungsweise die restlichen Ecken dort erkunden, wo ich diesen Punkt gefunden hätte. Das ist alles irgendwie... Gut, genug gemosert. Ich will ja nur mich hier rechtfertigen, weil es gleich scheiße laufen wird, ja? Ihr habt das bestimmt durchschaut. Na dann. Nacht 16. Der Wald wird immer weiter abgeholzt. Achso. Wo müssen wir... Okay, der ist wieder am Jagen. Aber geh doch nach Hause. Du hast eine Tochter. Kümmere dich drum. Also hier ist irgendwas. Da ist irgendwas. Und da können wir jetzt weiter. Ist das hier eigentlich ein Weg? Ah ja, guck mal, wir kommen jetzt ja zurück in die Schneelandschaft, tatsächlich. Ich muss hier rum, darüber und dann kann ich hier irgendwie in die Fabrik rein, weil in der Fabrik ist irgendwas, da oben ist übrigens auch was, das sollten wir uns anschauen. Wir gehen zurück, sorgen für Nahrung und der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber wir müssen uns beeilen, denn die Nacht ist viel zu kurz. Jetzt muss ich, glaube ich, hier lang zurück über den Fluss, in der Hoffnung, dass da jetzt kein Mensch steht. Also die Tatsache, dass das Schloss weg ist, heißt ja nicht, dass da nicht irgend so ein Honk uns den Weg blockiert. Oder dieser Dummdachs. Ey, was ist denn hier los? Es wird ja immer schlimmer hier mit dem Müll und dem Wasser. So, geradeaus und dann wieder über das Wasser im Grunde genommen. Aber Achtung, Falle.
So, hier rüber. Wir können auch wieder den alten Unterschlupf zurück, glaube ich. Vielleicht machen wir das sogar. Dann ist der Rückweg nicht ganz so weit. Wobei, ich weiß ja gar nicht, was der Fabrik alles so abgeht. So. Das ist immer noch zu, geradeaus weiter. Vielleicht ist die Mülltüte wieder voll, wer weiß. Die Eule ist nicht da. Naja. So. Jetzt. Ja, ich gehe mal hier hinter. Da oben ist ja irgendwas. Das ist dann hier. Oh, Moment, da ist was gerochen. Ah ja. Richtige Fährte. Ah, scheiße, das war... Ein Vogel! Ja, genau. Und der ist weg. Wie schön. Nachts hat er nicht gearbeitet. Doch, oh je. Waren wir hier schon? Nee, waren wir nicht. Auf der Brücke ist irgendwas. Was ist denn hier? Okay, es war nur ein Jumpscare des Spiels. Hallo? Ah, scheiße! Was mache ich jetzt? Hier ist ein Weg, oder? Ich kann da unten lang. Ist ja egal, ob es zwei runterfallen oder einer. Es ist ja wurscht. Kann ich hier nicht? Ja, kann ich. Hey! Ich muss jetzt etwas anwenden. Moment. Option, Steuerung. Da, das ist das blaue Symbol. Seht ihr das? Ich bin an so einer Stelle, wo die was lernen sollen. Was soll ich denn machen? Mensch! Fähigkeiten! Ich drücke R, glaubt's mir! Die ganze Zeit drücke ich R, ich mach nichts anderes! Karte ist es nicht. Kuscheln, ich belle und... Ja, aufheben. Was soll ich denn aufheben? Was soll ich jetzt hier machen? Bin ich da falsch? Muss ich woanders lang? Der Weg geht ja noch ein Stück weiter. Aber ich bin noch an der Stelle, wo ich was machen muss. Oder muss ich von hier vielleicht locken? Hey, komm mit! Hallo, du musst aufstehen! Das ist mir... Es ist mir zu hoch. Ah, hier vielleicht. Ja, okay. So. Hey, komm, hier lang, du Wurm. Ach, du musst jetzt hier durch. Ah, jetzt. Oh, ist das schwierig. Hey. Ja. Okay, das heißt... Boah. Meine Fresse. Boah. Lass uns wenigstens noch die Maus finden. Bitte, bitte. Wobei, die Maus ist ja...
Läufst du mal wieder weiter? Danke. Wo ist die Maus? Lass uns die Maus finden. Ah, die ist in der anderen Müllhaufen. Da läuft die genau in dem Augenblick raus, wo ich da jagen will. Das gibt's doch gar nicht. Ein Stress hier. Jetzt lauf nicht wieder raus, du scheiß Nager. Mann. Hier. Oh. Ja, wir können auch den Müll abfarmen hier. Oh ja. Außer Tüte nichts gewesen, super. Oh. Egal, wir gehen jetzt zurück in unsere alte Behausung. Nacht ist vorbei. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach, da sind wir. Ja, wir müssen hier runter. Hier runter. Hier runter. Dann schnell zurück. Warum liest ja keiner? Uiuiuiui, boah. Meine Fresse. Durchzwängen. Okay, wir brauchen Nahrung. Das geht weg. Und raus, bitte. Nacht 17. Also, da waren wir drin. Es geht hier oben aber noch weiter. Wer weiß, was da ist. Wir müssen da wieder rein. Wir können aber auch hier oben rumlaufen, da sind wir irgendwie auch noch nie gewesen. Hier ist eine Sackgasse, also hier hoch, dann ist da vielleicht was, dann gehe ich hier runter, dann da durch, hier oben wieder über diese, ne? Und dann biege ich da ab. Und hier oben ist Kartenende, das ist nicht mehr so viel, aber das will ich mir anschauen. Hier ist auch irgendwas unterirdisch oder so, oder? Also okay, alles klar, ich weiß nicht Bescheid, aber ich werde so tun, als wäre es der Fall. Kommt bitte, wir haben keine Zeit. Achtung, Falle, 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 Falle. Falle. Eul ist nicht da, gut. Geradeaus weiter. Das ist eine Sackgasse. In einer Sackgasse ist ja in der Regel irgend so ein kleines Betthupferl. Ach, hier ist so ein Tümpel. Ja, ist aber nix. Kein Fisch da. Ah ja, hier, guck mal. Ja, jetzt kann ich hier den einen Junior bitten. Ach so, machst du das alleine? Herrlich. Ja, endlich arbeiten sie mit. Aber die anderen beiden haben das nicht gelernt, ja? So, da und jetzt scharf links. Okay, ah ja, da sind noch mal ein paar Beeren. Nicht schlecht. Nacht fängt gut an. Lässt hoffentlich nicht stark nach. Ist hier einer? Nee, trotz Feuer. Ah ja, hier. Was ist das? Ach ja, hier kann der eine, jetzt hat er gelernt,
dass er da Sachen holen kann. Jetzt ersaufen sie beim Fressen unter Wasser. Pilze, ob die so gut sind. Aber es macht einem schon die Arbeit ein bisschen leichter. Was sagt eigentlich die Karte? Ah ja, wir sind jetzt da. Hier aus dem Rohr raus, dann über eine Brücke drüber und dann hinter der Brücke direkt wieder nach links. Aus Fuchsens Sicht. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig. Trau mich hier nicht zu sprinten. Ah, nee, wir sind fast voll. Wir jagen jetzt keine Maus. Wir wollen erkunden, was hier ist. Hä? Wieso läuft sie so komisch? Ach, die Stelle wieder. Kommen wir jetzt hier alle drüber? Ich will das Theater nicht nochmal haben. Ja. Genau, und hier kann ich jetzt abbiegen. Weil da hinten irgendeiner ist. Ich kann hier rechts reinlaufen. Tor ist aber zu. Okay, Sackgasse. Geradeaus kann ich dann, kann ich wieder abbiegen. Mhm. Hol was. Mach dich nützlich. Müsli-Riegel. Sehr gut. Ein alter Bürger? Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da vorbeigelaufen. Hier ist nichts. Oh, doch. Nee, da können wir, das können wir nicht. Da fehlt noch irgendwas. Das übersteigt unsere intellektuellen Fähigkeiten. Oh, hier kann ich runter. Könnt ihr da auch mit runter? Oh, ja, da kommt einer. Wir gehen mal lieber. Wo ist hier der Abzweig? Bin schon wieder dran vorbei. Ja, hier kann ich nicht weg. Ja gut, dann geht's dann halt nicht. Aber war ja erfolgreich. Der Bauch ist voll. Und der Rückweg nicht ganz so lang. Wir können noch geradeaus gehen, noch erkunden, dann untenrum zurücklaufen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr geschafft. Ach, wieder diese Taube. Taubenjagen ist schwierig. Sogar nachts. Okay, der scheucht uns wenigstens nur weg. Der ist nicht ganz so schlimm. Der ist genau da, wo wir... Okay, dann doch zurück und links und dann... Der altbekannte Weg. Geht nicht anders. Das ist ein Umweg. Nee, ist es nicht. Oh, hier ist wieder was aufgetaucht. Ah, das Tatzen-Symbol ist jetzt auch auf der Karte. Das ist ja schön. Hey! Dazu muss ich nochmal abbiegen. Muss ich sowieso. Aber das... Hier waren wir doch schon. Ist für mich hier was? Nein. Lasst uns zurückgehen, das ist mir alles irgendwie zu gefährlich hier gerade. Das ist auch schon wieder einer. Das ist jetzt alles ein bisschen blöd.
Hier geht's ja nicht weiter. Oder? Ah, doch, hier natürlich. So, naja, hinten raus lief es nicht mehr so gut, aber alles in allem bin ich mit der Nacht zufrieden. Und die nächste Nacht kann kommen. Über die Dachstunnel kannst du schnell reisen. Es gibt Dachstunnel. Ach, der Dachs in dem Kreis ist ein Dachstunnel-Symbol. Ach so. Das ist ein Dachs. Ach, das ist ein Dachs. Ach, von hier nach da. Ach, deswegen ist der Dachs immer hier. Jetzt verstehe ich das. Okay. Ja, hier oben. Ja, keine Ahnung, ob da noch was ist. Eigentlich würde ich ja ganz gern alles erkunden. Ist aber schwierig. Wir könnten mal. Wieder hier rein und dann den Weg geradeaus weiter, aber der ist ja gesperrt. Hier müssen wir mal hin. Aber da war ja, gut, wenn in der letzten Nacht einer war, heißt das nicht, dass in der Nacht einer ist. Und wir könnten ja theoretisch, na gut, nee, das geht nicht, weil dann hier, doch wenn wir hier runter kämen, dann hätten wir auch den Weg zu unserem anderen Unterschlupf. Das wäre so grob der Plan. Da oben ist aber eigentlich nichts, kein oranges Symbol, kein Ereignis. Da sind Ereignisse. Naja. Also gut. Den Weg da, den wir schon mal ein paar Mal gegangen sind, am Fluss entlang und mal hoffen, dass da keiner uns selbigen versperrt. Oh. Es gibt ja eine Spur von Junior, aber die führt wahrscheinlich weit in den Wald. Aber ganz ehrlich, das machen wir vom Wald aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier weitergeht. Das wird bestimmt hinten im Wald weitergehen. Bisher hat uns diese Spur ja immer weiter weggeführt. Oh oh. Die Eule. Warum musst du gerade da sitzen? Es gibt so viele schöne Felsen, die man voll kacken kann. Okay, jetzt eigentlich geradeaus und dann abbiegen. Oh, Moment. Ah, die Taube ist wieder da. Okay, lass es uns nochmal probieren mit der Taube. Heute Abend gibt es Fleisch. Das ist aber wenig gewesen. Das war eine dürre Taube. Geradeaus links. Wenn da keiner ist. Irgendwo ist ja noch eine. Da unten ist was. Oder? Hä? Hier ist was? Ah, da ist die nächste Taube. Ruhe. Oh, fast nicht gekriegt. Hier, fresst. Die war deutlich dicker. Was ist das jetzt hier? Es führt. Oh, das sind unterirdische Gänge. Ah ja, na gut, lasst uns das erkunden. Das gehört dazu.
Was machst du da? Erstick nicht! Was machst du da? Oh, hat einen dicken Wurm. Oder eine Made. Igitt. Ja, frisst das noch, hast du dir verdient. Okay, schön. Jetzt geradeaus. Eigentlich geradeaus, rechts, darum und wieder zurück. Das ist ja eigentlich so der Plan. Aber Vorsicht. Wobei hier unten eigentlich niemand ein Tellereisen aufstellen sollte. Ach nee, eigentlich wollten wir doch... Wir wollten ja eigentlich da hinten rum, ha? Also, weiter weg. Okay, also bei nächster Gelegenheit rechts abbiegen in einen anderen schleimigen Tunnel. Oh. Oh. Wegzerrung. Genau, das ist der andere Tunnel. Ich bin im Bilde. Wo sind wir jetzt? Da kommt ihr gar nicht hoch, oder? Komm runter, Junior. Da oben sind irgendwelche fiesen... Ja, die rutschen jetzt auf den Müll aus, den ich habe liegen lassen. Keine Ahnung, das war mir zu gefährlich. Also das ist kein Weg, den wir gehen können. Also... Ganzen Weg zurück. Scheiße. Wer kann denn ahnen, dass man da so lange klettern muss? Und irgendwie lernen die auch nichts voneinander. Ich hätte jetzt gedacht, der eine macht dem anderen was vor. Genau, die andere Richtung. Kommen wir hier hoch? Rampe? Wäre schön. Nein! Auch wieder Kletterstelle. Das funktioniert so nicht. Das unten ist eine ziemliche Falle. Wir brauchen eine Rampe, sonst kommt nur ein Junior mit. Okay, das Helle scheint weiter oben zu sein. Jetzt könnte ich natürlich sagen, hier runter, da rum, da hoch, da hoch, da hoch und dann ab in den Wald. Aber ob das so funktioniert, keine Ahnung. Hier ist doch einer, oder? Ja. Okay. Dann geht das so nicht. Nacht ist auch schon gleich vorbei. Aber der Bauch ist passabel gefüllt. Oh, Achtung, Eule. Oder? Ist sie noch da? Ja, ist sie. Komisch, die Eule schießt keiner ab. So, kommt. Ab in die Haier. Tja, wie kriege ich die Welpen dazu, auch das zu lernen, was nur einer von denen kann? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja mehrere Punkte, wo dann ein anderer dann was lernen kann. Mal gucken. Oh, es regnet. Es regnet, natürlich. Queerplay. Gut,
letzte Nacht für die Episode. Ich versuche jetzt auf jeden Fall in den Wald zurückzukommen. Und wir müssen die Spur von Junior wieder aufnehmen, bevor die vergeht. Genau, genau die. Der folgen wir jetzt, egal wohin sie führt. Wird schon gut gehen. Da oben lang, war irgendwie fast klar. Vielleicht sind ja, oh, Vorsicht, Falle, während des Regens nicht so viele Menschen draußen. Das wäre ja gar nicht schlecht. Oh, die Single-Lady. Da hinten ist übrigens unsere Turbine, oder? Der ganze Wald ist schon weg. Klasse. Da hinten ist sie. Ah ja, das ist ein Ereignis. Vielleicht machen wir einen kurzen Abstecher zu ihr. Nicht runter. Der muss das anders machen. Ich glaube, die ist uns wohlgesonnen. Das können wir gerade gut gebrauchen. Also hier. Hier. Und dann da lang. Naja, immerhin ein bisschen was. Aber jetzt ab zu Junior. Junior 4. Oh, oh, Achtung. Ey, der steht im abgeholzten Wald und will jagen. Das ist doch nicht zu glauben. Ah, hier können wir auch nochmal für Nahrung sorgen. Hallo? Ja, mach doch. Was soll ich jetzt da tun? Achso, ich muss ihn reinschieben. Achso. Hat sich gelohnt. Hat sich sehr gelohnt. So, jetzt aber keinen Fehler machen. Wo müssen wir lang? Natürlich an ihm vorbei. Logisch. Das ist so ein Arsch. Hier. Was hast du denn hier wieder gemacht? Dir was zu fressen oder zu saufen gegeben oder was?
Ich weiß, die Nacht ist gleich wieder vorbei. Das geht immer so schnell. Ach, da ist ein Dachstunnel, na gut. Muss echt die richtige Stelle finden. Rest, ja, weil ich Witterung aufnehme. Aha. Töchterchen wollte irgendwas Schlimmeres verhindern, in unserem Sinne. Hä? Okay, geht weiter. Komm schnell vorbei hier. Ich habe irgendwie gebissen. Boy, Stress, Fuchs verletzt. Das war der Wilderer, glaube ich. Okay. Er will den Fuchs verkaufen. Ja, klasse. Okay, wir sind da hinten. Ich würde gerne hier zurück. Zum Unterschlupf. Oh, wir müssen wieder an. Oh, müssen wir da an dem. An dem jagenden Plünderer vorbei? Oder ist das. Ne, ich glaube, es ist eins tiefer. Müssen wir nicht. Kurzer Check, wir sind nah. Da geht's irgendwo rüber, wollen wir nicht. Boah. Hui. Was glaubt ihr, wie froh ich mal bin? Was machst du da draußen? Geh weg. Was glaubt ihr, wie froh ich immer bin, wenn ich hier rein kann und der Bauch ist halbwegs voll und alle drei Welpen sind noch da. Boah. So, jetzt brauche ich eine Pause. Episode ist aus und weiter mit der Welpenschule geht's im nächsten Teil. Bis dahin.